Der nächste NBA-Sonntag steht an. In ein paar Stunden geht's los mit den Dallas Mavericks bei den Toronto Raptors. Und vorab noch einmal Entschuldigung für die Qualität vom letzten Fußball-Bundesliga-Video. Jetzt schauen wir, dass es hier bei der NBA besser funktioniert. Kleiner Rückblick auf die letzte Woche. 4 Tipps gespielt, 2 gewonnen, 2 verloren, gab ein leichtes Minus. Insgesamt bei den gespielten YouTube-Tipps 23 von 39 richtig. Bei einer Durchschnittsquote von 1,9, bissel Einheiten plus 1,88 und der Yield von 4,82. An dieser Stelle nehme ich dann auch nochmal ganz kurz meinen Telegram-Kanal hier unter die Lupe. Da läuft es ein bisschen besser. 70 Tipps bisher gespielt, 41 richtig, einmal gab es ein Cashback, 28 falsch, 58% die Trefferquote und es gibt ein Plus von 12,63 Einheiten. Yield weiß ich nicht so ganz genau, denn da spiele ich ein bisschen anders mit den Einsätzen. Aber wer da joinen möchte, schreibt mich einfach an unter Telegram, Chris Custodian, und dann kommt man in die Gruppe mit einer Anmeldung bei einem unserer Partnerseiten. Zum Beispiel der, der unten in der Beschreibung steht. Jetzt zum ersten Spiel, die Toronto Raptors gegen die Dallas Mavericks. Wundert mich ein bisschen, dass die Raptors hier eine 1,75-Quote haben, denn wir schauen einfach mal den Injury Report an. Wir wissen bei Dallas, Luka Doncic, out of order, hat zwar schon gegen Philadelphia das Warm-Up-Training mitgemacht, zumindest hat er Sprints gemacht, aber er wird noch weiterhin ausfallen, bis mindestens nach Weihnachten. Und Delon Wright und Seth Curry sind beide Day-to-Day, waren sie allerdings schon in den Spielen davor auch und haben dann größtenteils auch starke Leistungen gespielt. Aber bei den Raptors. Siakam, der Franchise-Player, aus. Norman Powell spielt wirklich eine sehr gute Saison draußen. Marc Gasol ist hier nicht mal gelistet, aber soweit ich weiß, ist der auch draußen. Und Fred VanVleet, soweit ich weiß, müsste er schon wieder spielen. Der ist hier zwar auch als draußen gelistet, aber auf jeden Fall ist er noch angeschlagen. Also, da fehlt schon eine Menge Holz bei den Raptors. Und wenn wir uns die letzten Spiele von den Mavs anschauen, wo auch Luka Doncic nicht dabei gewesen ist, war das gar nicht so schlecht. In Philadelphia gewonnen, gegen Boston lange Zeit gut mitgehalten, gegen Milwaukee in Milwaukee gewonnen und davor gut in der Overtime gegen Miami verloren. Und hier sieht man eine interessante Sache. 2 Heimspiele verloren, 3 Auswärtsspiele gewonnen. Die Dallas Mavericks sind tatsächlich auswärts stärker als daheim. Toronto gestern mit einem 122 zu 118 Erfolg, beziehungsweise das musste vorgestern dann gewesen sein, gegen Washington, das müssen sie natürlich gewinnen, in Detroit gewonnen, gegen Cleveland, gegen Toronto, gegen Brooklyn und davor gegen die Clippers verloren. Das heißt, von den letzten 4 Spielen war nicht wirklich ein Gegner vom Kaliber der Mavericks dabei. Von den Standings her, 20 Siege, 8 Niederlagen, die Raptors und auch die Mavericks können da im Prinzip aufschließen auf die 20 Siege und die Bilanz wäre dann die gleiche. 5. im Westen gegen den 4. im Osten. So weit, so gut. Wie gesagt, haben wir schon gerade gesehen, die Quoten Außenseiter sind die Mavericks. Deshalb schauen wir mal an, was die offizielle Line ist. Die liegt bei 2,5. Selbst bei einer 3 gibt es hier noch eine 1,9er Quote. 3,5, 1,85. Also das sind schon sehr, sehr starke Lines hier, die man auf die Mavs spielen kann. Da würde man sogar auch noch eine knappe Niederlage absichern. Ich sehe die Mavericks tatsächlich als Favorit. Kann mir auch vorstellen, dass sie mit einem relativ hohen Vorsprung gewinnen. Dann wäre sogar hier eine Dreierquote möglich. Aber ich denke, entweder auf den reinen Sieg oder eine kleine Absicherung mit einem Asian Handicap von 3 oder 2,5 macht am meisten Sinn. Beide Teams spielen in erster Linie wenig Defense und das, obwohl Kristaps Porzingis, der jetzt richtig mehr Spielanteile bekommt, seit Doncic bei den Mavs ausfällt, nicht nur in der Offensive aufblüht, sondern auch in der Defensive eine starke Präsenz gibt. Also beide sind Shooting Houses sozusagen und ich erwarte dementsprechend auch wirklich viele Punkte. Man hat hier eine Over 217, 218, eine 1,9. Bin mir noch nicht ganz so sicher, ob man das auch spielen sollte, denn
Wie gesagt, fallen doch jetzt einige Leute aus bei den Raptors und haben jetzt zwar gegen Washington viel gepunktet, aber ja, da überlegen wir uns noch im Laufe des Videos, was wir machen. Celtics gegen Hornets. Bei den Quoten braucht man nicht groß nachdenken. Kriegt man nicht wirklich was raus. Die Hornets ja, mit 3 Niederlagen in den letzten 4 Spielen. Immer noch auf einer wirklich guten Position 9 für die. Und Boston ist mittlerweile Zweiter. Hat Miami ja, und vor allem Philadelphia hinter sich gelassen. Bei denen läuft es in den letzten 10 Spielen nicht mehr ganz so rund. Boston, klarer Favorit. Braucht man nicht drüber reden. Die werden das auch gewinnen. Schauen wir mal, ob die Lions das hergeben, minus 13. Charlotte back-to-back haben gestern gespielt gegen Utah, haben erst im vierten Viertel, haben bis zum vierten Viertel geführt, das dann aber deutlich mit 10 Punkten oder 9 Punkten Unterschied verloren und dementsprechend das Gesamtspiel verloren. Also die finde ich weiterhin nicht so schlecht, aber eine minus 13 auf Boston interessiert mich jetzt nicht so und ein plus 13 auf die Hornets. Nee, da wer sich noch an letzten Sonntag erinnern kann, da haben sie schon in Indiana enttäuscht. Thunder gegen Clippers. Die Oklahoma City Thunder sind doch dann deutlich besser, als man am Anfang der Saison hätte erwarten können. Auf der anderen Seite haben sie jetzt nicht so das Verletzungspech bisher. Siebter Platz, 14 Siege, 14 Niederlagen. Mittlerweile schaut an, schaut an. Schafft man es auch mit einer negativen Bilanz im Westen in den Playoffs zu sein? So groß ist dann aber letztendlich die Lücke zwischen den Top-Teams und der Teams aus der zweiten, dritten Reihe. Die City Thunders oder Oklahoma. Chris Paul, Gallinari, Steve Adams, Dennis Schröder, wenn man so will. Chai Gilgeous oder wie der Kollege heißt, eigentlich das hoffnungsvollste Talent bei Oklahoma. Also das sind schon alles gute Spieler und ich weiß gar nicht, warum ich die am Anfang der Saison so weit hinten gesehen habe, denn die können schon Basketball spielen. Jetzt geht es gegen die Clippers, die haben gestern deutlich und hoch gegen die Spurs gewonnen und das ist das letzte Spiel, bevor es zum nächsten Derby geht, in dem Lakers gegen Clippers spielen. Die beiden Teams haben schon gegeneinander gespielt in dieser Saison. 90 zu 88, eine Defensivschlacht offensichtlich zum Anfang der Saison. Und man weiß ja bei Back-to-Backs, Kawhi Leonard setzt da gerne mal aus. Die Clippers sind aber trotzdem gut genug, um das zu kompensieren. Und wenn wir hier mal sehen, wir würden auf die Clippers minus 2 setzen, kriegen wir eine 1,9er-Quote. Das finde ich sehr gut. Ich finde auch den reinen Sieg der Clippers mit einer 1,79 oder 1,8 aufgerundet wirklich attraktiv. Denn es ist ein Top-Team, aber auf der Aberliste steht dann auch wieder die Auswärtsschwäche. Ich glaube, sie haben bisher auswärts 9 Siege, 8 Niederlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich denke, diese Statistik sehen wir hier leider nicht auf der Seite. Nee, auch egal. Auf jeden Fall Clippers nicht uninteressant bei so einer hohen Quote die mitzunehmen. Die Bucks gegen die Pacers. Auch hier möchte ich ganz kurz auf die Standings verweisen. Indiana mit 5 Siegen in den letzten 5 Spielen. Und mit 20 Siegen und 9 Niederlagen auf dem hervorragenden 5. Platz. Können bei einer Niederlage von Toronto, die übrigens das erste Spiel auch gegen Dallas verloren haben, gleichziehen. Aber dazu müssten sie in Milwaukee gewinnen. Und die haben, nachdem sie schon einmal 16 Siege in Folge geholt haben, jetzt schon wieder zweimal in Folge gewonnen. Und ich wüsste auch nicht, warum die daheim irgendwas anbrennen lassen sollten. Vor allem ist bei Indiana der ein oder andere Spieler angeschlagen. Bei der ersten Begegnung, da war Indiana aber noch nicht ganz so stark, gab es eine deutliche 102 zu 83 Sieg der Bucks jetzt daheim. Schauen wir auch mal hier auf das Over-Under. Ist interessant, oder? Das erste Spiel
ist ein Low-Scoring-Game mit 180 Punkten, nur die Lions sind trotzdem hier bei 220. Ist mir zu heikel, von daher lassen wir hier auch die Finger weg. Hier kommen wir auf jeden Fall zu meinem nächsten Tipp. Die Lakers, zwei Niederlagen in Folge, trotzdem sind die Kollegen immer noch Erster im Westen. Die Nuggets haben jetzt fünf Siege in Folge geholt. Zwar, schauen wir uns mal die Gegner an, waren jetzt nicht unbedingt die allergrößten Kaliber mit Heimspielen, fünf Heimspiele in Folge. Portland, okay, Oklahoma, okay, New York, Orlando, Minnesota. Aber jeweils immer gut gescored, auch die gegnerische Mannschaft bei relativ wenig Punkten gelassen. Und da sollte das Selbstbewusstsein jetzt wieder zurück sein. Und Lakers, Niederlage gegen Milwaukee kann man mal machen. Gegen die Pacers kann man auch machen, natürlich. Aber auch hier nur knappe Siege gegen Atlanta und Miami. Und auch gegen Orlando waren die Lakers komplett aufgestellt, außer Kyle Kuzma. Da wäre schon was gegangen. Also, mich wundert sehr, sehr die Quote auf die Nuggets. Und zwar deshalb, weil Anthony Davis leicht angeschlagen ist, der wird aber sicher spielen. Allerdings hat LeBron James gestern im Training aussetzen müssen und die Wahrscheinlichkeit, dass er heute nicht aufläuft, ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob sie hoch ist, ich weiß nicht, ob es 50-50 ist, aber sie ist auf jeden Fall da. Und Kyle Kuzma fällt ja sowieso aus. Auf Seiten der Nuggets sind alle an Bord. Ich würde generell, weil ich auf dieses Nuggets Teamplay stehe, wenn sie einen guten Tag haben, den einen Sieg zutrauen. Jetzt schauen wir noch mal ganz schnell, ob die diese Saison schon gegeneinander gespielt haben. Am 4. Dezember, also vor gut 3 Wochen, gab es eine Heimniederlage. Aber da war Denver generell nicht so gut am Anfang des Monats. Die Lions 210 Punkte, okay, bestimmt für den einen oder anderen interessant. Ich nehme da jetzt die Finger von, denn es spielt schon eine wichtige Rolle auch bei den Scores, bei den Gesamtpunktzahlen, ob LeBron aufläuft oder nicht. Ich glaube aber, wenn er aufläuft, auch dann hat Denver eine Chance. Und deshalb finde ich die Handicap auf Denver hier plus 6,5, plus 6, plus 7,5 ultra sexy. Denn, wie gesagt, wenn James nicht spielt, bin ich überzeugt davon, dass Denver den sechsten Sieg in Folge holen wird und den Lakers die dritte Niederlage am Stück bereiten darf. Und auch wenn er spielt, hat Denver seine Möglichkeiten und das Asian Handicap plus 6,5 deckt doch dann schon vieles ab. Da sind wir auch schon am Ende und ich fasse noch einmal kurz meine ganzen Überlegungen bzw. Tipps zusammen. Okay, ich habe mich auf oder für 4 Picks auch für diesen Sonntag entschieden. Toronto Raptors, Dallas Mavericks, hier gehen wir auf Dallas plus Asian Handicap 3 für eine 1,9. Dann gehen wir zusätzlich 1,91, dann gehen wir zusätzlich noch auf über 216 Punkte für eine 1,81. Celtics gegen Hornets interessiert uns nicht. Oklahoma gegen die Clippers haben wir uns dazu entschieden, zu warten, wie und wer bei LA spielt. Wer pokern möchte, geht jetzt schon mal auf eine minus 2 auf die Clippers und hofft, dass Leonard spielt. Weil wenn er aufläuft, kann es sein, dass die Quote sich noch anpasst, vielleicht auch nicht, weil die Clippers heimschwach sind, auswärts schwach sind. Aber auch hier Clippers minus 2 ist der Tipp, wenn da alles so wie jetzt es aussieht, bleibt. Und der letzte Tipp ist dann auf die Denver Nuggets, Handicap plus 6,5 für eine 1,8. Und das war es dann jetzt auch schon wieder. Wir werden uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen nochmal sehen. Dann ein kleines Video zu den NBA Christmas Games, wahrscheinlich im Zusammenspiel mit Radek. Ich freue mich drauf. Ich danke für eure Daumen nach oben. Wenn ihr Bock auf die Gruppe habt, dann meldet euch beim Telegram bei mir. Ansonsten schon mal frohe Weihnachten.